Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mit dem Flutus. Wie ihr schon im Hintergrund seht, wir spielen wieder Subnautica. Ich habe jetzt vor gut gefühlt zuletzt vor 3 Wochen oder so Subnautica gespielt, deswegen muss ich erstmal schauen, was jetzt geht, dies, das, Ananas. Für die letzte Folge habe ich irgendwie am 2. August aufgenommen. Am 12. August meine ich. Wir haben jetzt heute den 2. September. So. Okay, wir haben auf jeden Fall erstmal ein Notsignal. Starten wir direkt damit. This is Altera HQ. This may be your only communications window. We can't send a rescue ship all the way out there. So Aurora, you're just gonna have to meet us halfway. We've uploaded blueprints to the ship's computer. We're going to sandwich run, you in? Yeah, give me a second. Black box data shows the high security terminal in the captain's quarters is still functional. Becky's leaving like in 5 minutes. All right, well, tell Becky I'll just take the regular. The regular? Yeah, she'll know what I mean. The code should and be... if she doesn't? Just tell her the regular, dude. Okay, the code. I say regular, she's like, what's the regular? I have to come all the way back up here. The code should be 2679. The regular is just a ham and cheese. Okay, would you just say ham and cheese? Ja, wir waren schon im Quartier des Hauptmeisters, Captains. Hochsicherheitskonsole mit im Quartier des Captains immer noch funktionsfähig. Soll ich da dran? Muss ich da doch nochmal rein, um was zu holen? Oder irgendwas zu machen? Okay, ist jetzt auf jeden Fall nicht das, worum wir uns gerade kümmern wollen. Was mein Plan war für diese Folge. Hier waren wir letzte Folge nochmal, aber wir haben hier noch dieses mit 500 Meter Tiefe. Unsere Seemotte kann ja nur 200 Meter tief. 300 Meter tief. Deswegen wäre mein Plan, diese Folge ganz kurz auf, wo ist es, das Ding hinzuarbeiten. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ich war mir nicht sicher, wie tief ich damit komme. Deswegen, aber das stuft das dann auf 500 Meter hoch, das heißt, wir brauchen eine Blastschallbahn und Magnetit und emailliertes Glas. Emailliertes Glas, dafür brauche ich Pirscherzähne und Glas. Ja, für die Blasstein brauche ich Lithium und Titanbahn. Einmal emailliertes Glas und einmal Blasstahlbahn nur, aber zwei Magnetit. Schmagnetit habe ich da drüber aufzeichnet, ich glaube, das habe ich nie gescannt. Weil ich gerade nicht weiß, aus was für einem Ding das kommt oder wo ich Magnetit finde. Aber wir haben ja den Webbrowser. Okay, die Magnetitsuche, ja. Hä? Hä? Was bist du? Schizo? Okay. Ja, also, what are you is the same question I ask myself, Brudi. Oder Schwessi. Oder weiß ich nicht. Weißt du was, wir gehen jetzt wirklich in dieses... Wir gehen jetzt wirklich in dieses Höhlensystem. Wir haben doch hier einen Marker, der irgendwo meinte, in der Nähe von der Höhle oder so. Right? In der Nähe eines Höhlensystems. Wir fahren jetzt dahin und schauen, ob wir da Magnetit finden. Das hier müsste es sein. Wenn es hier runter geht, ist das the ride. Ja, ja, ja. Ja. Ich kann... Ja, ich hab's geschafft. So. Magnetit, mein Bester. Wo bist du? Magnetit, Baby. Ich brauch dich. Bitte komm zu mir. Ich kauf dir auch schöne Sachen und du kriegst Geld von mir oder so. Der will Sugar Daddy für Magnetit sein aller. Bist du Magnetit? Ein bisschen Gold mitnehmen und ein bisschen Lithium mitnehmen. Okay, es ist auf jeden Fall, es liegt frei rum, der Magnetit. Hallo, komischer Bandwurm. Ja, Schnauze. Schrei so rum, viel rum, wie du willst, ist mir egal. Das ist kein Magnetit, das hat mich geprankt. Gotcha, bitch! Ich brauch mehr von dem Stoff. Magnetit! Noch ein bisschen Stoff mitnehmen. Noch ein bisschen mehr Stoff mitnehmen. Da ist noch Magnetit! Okay, dann hätten wir schon genug,
erstmal eine halbe Stunde aufgenommen und unnütz gesucht, was ich hätte in 2 Sekunden gefühlt beenden können. Bin ich hier oben raus? Oh, knapp. Ja, dementsprechend ist das Ding auch schon wieder gut kaputt, also. ja, ich kann gut fahren. Jetzt brauchen wir Glas, das heißt, wir gehen einmal kurz in die Richtung und wir brauchen Pirscher-Zähne. Das heißt, wir gehen sowieso in dieses Biom hier. Ob Pirscher-Zähne zu finden ist dreckig. Ich muss hoffen, dass sie gedroppt werden, wenn ich die Pirscher zusammenschlage. Ich hab's gemerkt, aber ich konnte es nicht mehr aufhalten. Erstmal holen wir Quarz hier. Und da ist nochmal Quarz. This is Lifepod 4. We've landed close to the Aurora. Flotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us. And I don't know how long we're gonna last. Ja, ich glaube, ich weiß, welchen Fisch du meinst. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Wir brauchen nämlich Pirscher-Zähne und die sind ein bisschen nervig. Oh Gott, der Arnold droppt always. Aber ich glaube, ich muss hier. Stimmt, ich muss sie irgendwie dazu bringen, am besten Fall einfach Metall anzugrabben. Also, dass sie das snacken wollen. Und dann verlieren die manchmal dabei einen Zahn. So ging das. Das heißt, ich brauche ein bisschen Metallschrott. Der hat doch noch was im Kopf. Ein bisschen. Ich brauche ein Teil. Bitte. Ja, hier. Fein. So, das nehmen wir mit. Dann gehen wir jetzt in das schöne Pirscher-Biom. Es wäre natürlich lit, wenn ich jetzt einfach schon irgendwo so ein Pirscher-Zahn rumfliegen würde. Ich habe das Gefühl, die findet man recht selten einfach so. Das heißt, wir suchen uns jetzt ein Opfer und ich habe das eigentlich gerade eben schon irgendwo gehört. Wo ist mein Opfer? Hallo? Pirscher-Zahnarzt hier? Ich brauche eine kleine Kostprobe von Ihnen. Ja, kannst du einen Zahn droppen? Hier. Ja, da, habt ihr es gehört. Dieses Knack. Pirscher-Zahn. Ich brauche nur einmal emailliertes Glas, ne? Right? Dann muss ich mir jetzt nicht noch darum kämpfen, hier noch ein... Ja. Was brauche ich für emailliertes Glas? Nicht, dass es da steht, dass ich 2 brauche. Ein Pirscher-Zahn, einmal Glas. Easy. Okay, das hätten wir auch. Wir haben das. Ja, wir haben eigentlich alles für das Tiefmodul. Das heißt, auf geht's nach Hause. Tiefmodul 2 craften. Und dann kann man mal zu dieser 500 Meter tiefen Degasai-Basis schauen. Und dann gehen wir hier in die Station, gehen wir hier dran und das Tiefmodul 1 bräuchte dafür noch und das emaillierte Glas, genau. Ja, das emaillierte Glas hole ich mir auch gleich ab. Ich muss nur kurz das. Zerstörungstiefe 200 Meter, ja. Ist okay. Gleich nicht mehr. Tiefmodul 2. Sehr gut. 500 Meter Tiefe. So, jetzt mache ich einmal nur kurz mein Inventar noch mal ein bisschen leerer und dann schauen wir. Ich schalte schon mal an. So. Nee, das ist falscher. Dem. Degasi-Basis. So. Wo ist die Degasi-Basis? 1,5 Kilometer da hinten. Das könnte was zum Scannen sein. Wärmekraftwerk-Fragment. Nett. Wir haben was Neues freigeschalten. Tauchdock. Ja, das haben wir schon. Nett. Ist noch weiter runter? Ist wieder so ein Entlüftungssystem. Geht wohl eher in die Richtung. Okay, das ist sogar eine krasse Basis. Well, Ahmed! Oh! Du Hund! Du Hund! Well, Ahmed! Oh! Du Hund!
Du Hund! Oh. Oh. Das war ein Angriff auf... Das war ein Angriff auf meine Seele, Alter. Boah. Das habe ich auch... Das war persönlich. Das ist nicht nett gewesen. Das war... Ey, das habe ich jetzt gerade gar nicht erwartet. Und dann kommt da dieses Viech und attackiert mich. Also das war ein richtiger Angriff auf die eigene Persönlichkeit und so. Okay, hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist was? Schwimmflossen mit Ladefunktion? Schülern. Also wir sind mittlerweile, nur mal ganz kurz so zwischendurch, an so einem Punkt, wo vieles für mich auch blind ist. Weil ich nicht wirklich auf weit gespielt habe. Aber ich glaube, das macht es auch nochmal cooler, weil dann hat man beides so, ne? Nee, alles gut. Kein Maximum Death Reached, das ist alles okay. Du, lässt mich in Ruhe. Du, lass mich rein. Lass mich da rein. Ja, du kleines Pissviech, ne? Du kommst hier nicht rein. Versuch trotzdem emotionale Angriffe auf mich zu machen. Jetzt muss ich ja noch einen Ausgang finden. Ach, da ist einer. Ich bin dann mal weg, ne? Tschüssikowski, bis dann die Mansky. Auf Nimmer Wiedersehen. Oh, das war so ein Angriff auf meine Seele. Das ist wirklich. Ich komme immer noch nicht über diesen emotionalen Angriff gerade klar. Ich habe das Viech wirklich überhaupt nicht erwartet und plötzlich spreadet es diese Schockwelle, Alter. Jetzt, was haben wir jetzt alles gefunden? Also die... Also das könnten wir demnächst auch nochmal machen, aber dafür bräuchte ich dieses Aerogel. Das habe ich immer noch nicht freigeschalten, weil ich nicht weiß, was ich dafür brauche. Aber ist okay. Schwimmflossen mit Ladefunktion. Lädt beim Schwimmen das Gerät in deiner Hand kabellos auf. Das ist ein Wireless Charger für meine ganzen Geräte hier, basically. Wenn ich schwimme. Okay, Leute. Es ist zwar jetzt inhaltlich nicht so viel passiert, diese Folge. Aber es war ganz lustig. Wir haben auf jeden Fall das Tiefmodul 2. Wir hatten den Jumpscare meines Lebens, den ich komplett nicht hab sehen können. Kommen sehen. Deutsch. Und wir waren bei dieser Degasi-Basis. Die kann ich jetzt auch mal blau markieren, damit ich weiß, dass ich da schon war. Sehr gut. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!